Wie wird der Winter und was machen wir, wenn der starke Franken noch stärker wird? Zu diesen Fragen hat unser Chefredaktor Matthias Nold, den Direktor von Schweiz Tourismus, Jürg Schmid, befragt. Der Winter wird traumhaft, es schneit Anfang Dezember ein. Es wird kalt und es werden Traumverhältnisse, darum sollte man jetzt buchen. Wenn Sie entgegen aller Logik nicht recht haben, dann würde es allen gleich gehen, auch unseren Mitbewerbern, und dann müssten wir da durch. Aber es hat schon jeden Winter geschneit. Gut, ich glaube jetzt, dass die Nationalbank die Kraft hat, das tiefe Niveau oder starke Niveau für den Franken zu sichern. Aber man muss gleichzeitig sehen, um die 1,20 kommen, das ist immer noch ein schwieriges Los für uns. Wir sind immer noch in der Schmerzzone drin und darum müssen wir als Branche davon ausgehen, dass wir noch zwei schwierige Saisons vor uns haben. Der Winter, nächsten Sommer, dass wir dann, erst dann wieder Boden gefunden haben, wo wir wieder können, Zukunft entwickeln und wieder Wachstum entwickeln. Ein ausführliches Interview mit dem Jürg Schmid lesen Sie im Gastrojournal.